Julie unterwegs. Kärnten Highlights. Der Podcast des Südens. Ja, hallo und servus, hier ist wieder Julie Paul. Heute stelle ich euch mal den beliebten und ja, übrigens mehrfach ausgezeichneten Wald- und Kletterpark Family Wald Ossiacher See vor. Ein preisgekröntes Ausflugsziel. Und Hunde sind dort auch willkommen. 150 plus Übungen, einer der größten Österreichs. Spektakuläre Flying Fox Parcours. Klettern im Buchenurwald in bis zu 25 Meter Höhe. Modernes Sicherungssystem für klein und groß. Panoramaterrassen mit See- und Bergblick. Und da gibt es die erste Waldachterbahn in Österreich, die Flyline. Außerdem lernt ihr im Gespräch viele Seiten des jungen, dynamischen Betreibers des Wald- und Kletterparks, Thomas Stranner, kennen. Ein interessantes und, wie ich finde, sehr spannendes Podcast-Interview. Ebenso gibt es dann wieder einen regionalen Genusstipp der Woche sowie am Ende dieser Podcast-Episode einen Song von mir in voller Länge und aus eigener Feder. Also hier habe ich für euch wieder garantiert ein echtes Kärnten-Highlight. Viel Spaß mit der Episode Family Wald Ossiacher See wünschen Genussland Kärnten, Region Wörthersee Rosenthal, Killack, Global Lighting und die Kärntner Raiffeisenbanken. Ja, heute nehme ich mal alle meine Podcast-Hörer mit in den Wald, aber in einen sehr familiären Wald. Nämlich in den Family-Wald Ossiacher See. Ich bin mega gespannt, was mich hier alles erwartet und mir gegenüber sitzt jetzt Thomas Stranner. Ja, er kann mir jetzt sicher viel verraten, was es hier alles zu sehen gibt und wir werden natürlich auch über ihn ein bisschen sprechen dann später. Und es ist hier ein mehrfach und im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnetes Ausflugsziel. Also lieber Thomas, erzähl doch mal ein bisschen was, was genau ist Family Wald Ossiacher See und erstmal danke, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst für mich. Ja, Julie, vielen Dank, dass du da bist und dass ich da ein bisschen über unsere Geschichte erzählen darf. Es ist sicher ein einmaliges Projekt, das da entstanden ist und wir sind jetzt auch schon in unserem 10. Jahr. Wir feiern genau heuer unser 10-jähriges Jubiläum und die Entstehungsgeschichte ist total individuell und ich glaube auch so etwas, das sich irgendwie gar nicht mehr so wirklich wiederholen lässt. Wenn man da im Nachhinein so drüber nachdenkt, viel Naivität dahinter, auch Eigensinn und Ehrgeiz am Anfang wahrscheinlich. Es war so eine Sache, wo zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute einfach da waren, sich gefunden haben und entstanden ist das Ganze eigentlich 2013. Das war das erste Jahr, wo ich auch, ich war immer so als Reiseleiter unterwegs in Europa. Und das war das erste Jahr, wo ich auch hier in Kärnten geblieben bin, wo ich auch aufgewachsen bin und habe hier dann so eine Fahrradstation übernommen als Mountainbike-Guide. Bist du hier von der Gegend? Eigentlich vom Farkasee. Vom Farkasee. Genau. Und war aber eigentlich dann die ganzen 20er Jahre unterwegs als Sportreiseleiter. Und es war dann meine damalige Freundin, jetzige Mutter meines Kindes, vom Kai, hat dann in Villach die erste Yogalehrerausbildung gemacht. Die ist Amerikanerin, hat ganz viel mit Yoga auch immer zu tun gehabt. Und unterrichtet und hat sich dann entschlossen, 2013 eine Ausbildung für Yoga-Lehrer zu organisieren. Und ja, ich war davor auch lange Zeit in Indien, auch als Reiseleiter und Student, habe auch viel Yoga gemacht, habe sie dann dabei unterstützt. Dadurch war ich dann 2013 einmal ein Jahr wirklich wieder hier. Und dann ein alter Jugendfreund von mir, der Gerhard, hat dieses Grundstück, wo wir gerade sitzen, übernommen von seinem Vater. Und ist dann mit der Frage einfach auf mich zugegangen, eigentlich eher so klassisch bei einem Bier am Abend im Sommer, wunderschönes Ambiente und fragt mich dann, du, was machen wir da? Genau, was machen wir damit? Und so hat das Ganze dann gestartet. Cool. Und ich war noch Freigeist damals, ungebunden, noch kein, ohne Familie, ohne fixen Job. Und es hat sich dann aus dieser Dynamik heraus dann wirklich dieses Projekt so entwickelt. Also das war so der Startschuss. Also die Planung war 2013 dann, kann man sagen. 2013 sind wir hergefahren. Das Grundstück war natürlich dort noch nicht entwickelt. Es hat keine Genehmigungen, es hat halt also nichts da gewesen. Zu uns zwei hat sich dann eben die Joanna, Mutter auch von Kai, also mit der ich dann auch lange Zeit zusammen war, die hat sich da dazu gesellt, auch voller Energie. Vom Gerhard, der Vater, hat genauso, wie es halt auch so sein soll, hat einen Forstbetrieb zu Hause gehabt, war kurz vor der Pension, hat auch Zeit gehabt, sich da einzubringen
und so halt von vielen Seiten irgendwie mit dieser Dynamik, mit ganz viel Energie, mit ganz viel Motivation haben wir dann angefangen, an dem Ganzen zu werkeln. Gestartet haben wir mit einem Hochseilgarten, mit einem Kletterwald. Der war damals auch schon ein sehr etabliertes Businessmodell. Mhm. Hochseilgärten, Kletterwälder, hat man Referenzen gehabt, man hat ihn etwa einschätzen können, dass sich das mit der Investition ausgeht. Es war am Anfang halt eine irrsinnig starke und steile Lernkurve. Wir haben da wirklich bei Null gestartet, auch vom Know-how her. Und dann waren wir sozusagen Tag und Nacht an dem Ganzen dabei mit Herz und Seele. Nur ein Spot, dann geht's gleich weiter. Ja, hallo! Genussland Kärnten feiert dieses Jahr Jubiläum. 15 Jahre Genussland Kärnten. 15 Gründe mehr, um einen Genussland-Kärnten-Partnerbetrieb aufzusuchen. Dort findet man qualitäts- und herkunftsgesicherte Produkte, wo Bauern und Produzenten die Grundlage bilden für garantierten, ehrlichen und regionalen Genuss. Alles mit Sorgfalt und in Handarbeit hergestellt. 100% nachhaltig, natürlich Bioanbau. Ja, Genussland Kärnten. Der kulinarische Wegweiser für alle, die echten Genuss in der Nähe suchen. Garantiert auch in deiner Nähe. www.genusslandkaernten.at. Warst du schon als Bub gern in die Bäume und hast ein bisschen gern dich mit Kletterei beschäftigt? Oder war das schon so ein bisschen, ja, ein Drang, ein bisschen so kraxeln? Ja, also das ist ja auch so eine Sache. Also ich habe zu Hause, das ist lustig, mein Familienname ist Strana. Wir haben zu Hause noch ein altes Ritterwappen, wo halt drin steht, unserer Familienhintergrund, Familie Strana, war ein altes Rittergeschlecht aus Bayern. Aha. Und das ist so, wird halt immer so weitergegeben und das Symbol ist der Baum bei diesem Wappen. Und ich bin als Kind, wir waren nur im Wald, wir haben ganz viel im Wald gebaut, gespielt, mit ja, Seilen rumgeblödelt. Das war halt so, der Wald war vor der Haustüre. Ja, es war, also zu Bäumen habe ich schon immer einen Bezug gehabt, aber ich hätte mir nie vorstellen können, wirklich, dass es mal in diese Richtung geht. Also das war nicht geplant und war auch jetzt nicht vorhersehbar, dass wir dann irgendwann mal wirklich mit Bäumen so arbeiten. Cool. Ja. Und 2014 habt ihr dann eröffnet, oder? Genau. 2013 war die Planung. 2014 haben wir halt den Wald hergerichtet, haben eine Firma gefunden, wir haben den Hochseilgarten gebaut, haben dann 2014, am 14. Juni 2014 war der erste Tag, wo wir aufgesperrt haben. Nervös gewesen vorher? Ich glaube, wir waren da so im Flow. Ich glaube, damals war ich, 33. Da haben wir wirklich so drauf hingearbeitet. Es hat da nicht viele Zweifel gegeben, wobei der erste Tag, wo du auf warst, war einfach, du hast ja nicht gewusst, werden da jetzt Leute kommen, werden keine kommen. Ja, klar. Es war sicher, man hat dort einen kleinen Internetauftritt gehabt. Wir haben auch ein bisschen mit Flyers immer selber rumgefahren. Das war alles werbetechnisch sehr, sehr minimalistisch. Aber es hat auch im ersten Jahr, wir haben natürlich eine super Location, Juli, August, die Campingplätze, die großen voller Haustüre am Ossiacher See. Das hat dann auch gleich funktioniert. Ja, für uns war das eine Bestätigung und wir haben das dann gleich aufgenommen und der Drang war damals sehr stark, da einfach mehr damit zu machen. Also der Hochseilgarten war schon was Tolles und auch ein toller Erfolg, aber wir haben irgendwo auch im Hinterkopf Visionen, wir waren, glaube ich, sehr ehrgeizig, haben einfach Ideen, Visionen gehabt und sehr viel mit der Branche beschäftigt, wie können wir das Ganze weiterentwickeln, was ist da noch drin. Also da war sehr viel auch gesunder Ehrgeiz, glaube ich, am Anfang dahinter, dass man das Ganze dann auch noch weiterbringt. Mhm. Jetzt nehmen wir mal unsere Hörer mal ein bisschen mit in die Jetztzeit. Jetzt haben wir 2024. Mhm. Was ist jetzt aus dem Family Wald Ossiasee geworden? Was, also ich bin gerade an der Kasse vorbeigegangen, jede Menge Leute, die alle begeistert, jung und alt, die jetzt hier in den Wald strömen und ja, die Tickets lösen. Was können die Leute und die Besucher und jetzt alles erwarten? Der Family Wald, wir sind ein Naturfreizeitpark. Also wir sind von diesem klassischen Hochseilgartenmodell, obwohl wir das immer noch anbieten, sind wir über die Jahre in einen Naturfreizeitpark hineingewachsen. Wir haben uns ganz stark mit verschiedenen Attraktionen, die wir da reinbringen können, die dann auch ins Gelände, die zu uns passen, beschäftigt. Wir waren bei vielen Messen. Der Family Wald besteht aus einem Weg durch den Wald, einem Baumwipfelpfad, der etwa 500 Meter lang ist mit Spielstationen. Wir haben jetzt auch dieses Thema Wald aufgenommen. Wir versuchen dann im Wald mehr einen Mittelpunkt zu stellen und auch mehr über die Waldthematik auch da spielerisch einfach für die Kinder da auch mitzugeben.
Im oberen Bereich gibt es diese Tree-Nets, also wir haben da ein riesen Netzareal reingebaut. Das war das letzte Projekt vor 4 Jahren, wo wir auf 1000 Quadratmeter Netzflächen, die in die Bäume reingespannt sind, das sind da mit verschiedene Wege und Gänge und Rutschen, haben wir den ganzen Bereich Baumkronen für die Gäste erschlossen. Das war auch so ein ganz einmaliges Projekt. Es gibt da noch ein Waldspielplatzgelände und auch noch eine Attraktion, auf die wir sehr stolz sind, ist halt die Flyline. Das ist so eine Art Waldachterbahn, mit der du dann von oben noch wieder zum Start runterfahren kannst. Wow. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen in der Zukunft. Im Glasfasernetz von Kela Connect surfst du auf der Überholspur. Arbeiten, streamen oder Gaming. Alles super stabil und ohne Verzögerung. Das leistungsstarke Glasfasernetz kommt nun direkt zu dir nach Hause. Schnell, zuverlässig und nachhaltig. Lästige Ladezeiten und Verbindungsabbrüche sind dann endgültig Geschichte. Kela Connect. Vernetzt mit der Zukunft. Jetzt unter kelag.at/connect informieren und Vorsprung sichern. Ja, ich habe schon gelesen, Wahnsinn, was hier alles geboten ist. 150 plus Übungen. Einer der größten Österreichs übrigens in dieser Art und Weise. Dann diese spektakuläre Flying Fox Parcours, die es hier gibt. Klettern im Buchenurwald in bis zu 25 Meter Höhe. Da muss man schon schwindelfrei sein, oder? Ja, 25 Meter ist jetzt die, ich glaube, da haben wir werbetechnisch ein bisschen übertrieben. Also, ich würde sagen, der letzte Parcours, den wir gebaut haben, ist definitiv auf 18 Meter. Es ist sehr hoch. Das ist der Vorteil von den Buchen. Also, wir haben einen wirklich tollen Buchenmischwald. Das ist auch bei uns ein Standortvorteil. Es geht ja auch immer darum, mit dem Baumbestand zu arbeiten. Das heißt, welche Bäume stehen dort? Fichten und leider haben wir halt das Problem, dass diese Nadelhölzer sehr anfällig sind für alle möglichen Krankheiten. Ja. Wir haben einen sehr gesunden Bestand, sehr hoch und wie du schon gesagt hast, es ist vor allem im Hochseilgarten, wenn du da hoch oben bist, ist schon sehr viel Adrenalin und Action dabei. Gibt es da Leute, die so gegen ihre eigene Angst ein bisschen ankämpfen müssen, da gegen diese Höhenangst? Genau. Auch. Oder können die kleinere Parcours machen? Ja, genau. Also es gibt auf alle was. Der Hochseilgarten hat halt, das ist beim Skifahren, du hast die grünen, blauen, roten, schwarzen Parcours. Das heißt, du startest mal ganz leicht und arbeitest dich dann halt immer so weiter nach oben. Das kriegt man von Anfang an schon erzählt, wo was genau. ist. Genau. Du machst halt im Hochseilgarten, machst eine Sicherheitseinweisung und bist dann selbstständig in die Bäume unterwegs, aber wirklich vom Leichten zum Schweren, das ist immer die Devise. Mhm. Ich habe einfach so ein starkes Team, die auch alle kletterbegeistert sind. Das heißt, wir bilden unsere eigenen Guides aus, sind seit 2 Jahren die erste Ausbildungsstätte Österreichs für Hochseilgartentrainer nach der ERKA-Norm. Wow. Das heißt, das ist eigentlich schon auch etwas, wo wir sehr, sehr stark sind. Und der Hochseilgarten bei uns ist wirklich, glaube ich, ganz toll gebaut. Wir nehmen uns da wirklich sehr viel Zeit, speziell für die Übungen. Und wir haben unser eigenes Bauteam, die da wirklich mit Leidenschaft dahinter sind, dass das Ganze wirklich super funktioniert und die Gäste da ein tolles Erlebnis haben. Und ich glaube, im Endeffekt braucht keiner Angst haben, es gibt ein ganz modernes Sicherungssystem. Ja, also unser Sicherungssystem, das wir haben, ist jetzt von Edelried. Das Smart Belay ist eigentlich sehr zuverlässig. Wichtig ist einfach auch, gute Guides im Wald zu haben. Das ist auch so ein bisschen ein Qualitätsstandard, den wir auch bieten können, weil wir einfach die Leute da gut ausbilden. Das auch so ein bisschen unsere Leidenschaft ist. Und ich glaube, das ist wirklich auch die Zukunft von Hochseilgärten, geht, glaube ich, auch immer mehr in diesen Bereich rein, dass du einfach auch von der Sicherheit und von dem, wie halt die Gäste die Sicherheit wahrnehmen, musst du einfach wirklich präsent sein und einfach top sein, weil sich das klar. einfach, glaube ich, in alle Bereiche große mittlerweile. Große Verantwortung für genau, euch. Auch, gell? Genau, ja. Ja, was natürlich auch toll ist, also wir sitzen hier schon spektakulär über den Ossiacher See mit einem Traumblick. Heute ist natürlich strahlend blauer Himmel, links kreisen die Paragleiter. Also einen schöneren Arbeitsplatz gibt es eigentlich kaum wie euren. Ne? Also ich war, wie gesagt, ich war 10 Jahre unterwegs, meine ganzen 20er Jahre, auch in die 30er Jahre. Und ich muss wirklich sagen, du musst weit schauen, aber es würde mir auch wirklich kein anderer Platz einfallen, der auch vom Arbeiten her, also der Blick Richtung Dobratsch im Herbst, hast du den Blick Richtung Westen, Richtung See, wo die Sonne untergeht. Also es ist wirklich ein wahnsinnig schöner, wahnsinnig toller Platz da. Es ist schon ein Geschenk, so arbeiten zu können. So genau, nein, es ist ein tolles. Ja, diese tollen Panoramaterrassen mit See und Bergblick, also ist ja für alle Gäste natürlich traumhaft. Mhm. Ja. Und ich habe gelesen vor allen Dingen, man kann hier viele Stunden verbringen. Also wenn man zum Beispiel für ein Family war, sollte man 1,5 bis 3 Stunden einplanen.
Du, der Family war halt mittlerweile, ist es mit dem ganzen Rahmenprogramm, das wir da auch mit einbauen. Das heißt, die Gäste sind ja allein mit dem Weg, bis du mal oben bist, bis du eine halbe Stunde beim Laufen. Oben haben wir auch ganz große Plattformen in die Bäume reingebaut, wo man halt wirklich auch in die Bäume reingehen kann. Das Burgareal, das halt oben auch ist, wir haben verschiedene Aktivitäten, Künstler, die dann auch da sind während der Sommerzeiten. Wir haben einen Streichelzoo, wir haben einen Zauberer. Wir haben ein Kinderschminken, also da ist wirklich reichlich Programm, das dann auch angeboten wird. Die Netze an und für sich, bis man die mal erkundet hat, dauert wirklich eine Zeit. Es sind auch viele, die wirklich oben bleiben und das einfach die Kids mal da sein lassen. Das heißt, wenn die Kids mal ins Spielen kommen, bist du oben einmal sicher 2 Stunden allein drin. Und ich sage, Family Wild ist ein halber Tag mit dem Hochseilgarten, bist dann fast schon bei einem Tagesausflug. Das ist dann mit dem Kletterwald zusammen. Genau, also Kletterwald und Family Wild zusammen bist gleich mal bei 5-6 Stunden, die du hier verbringst. Osijek, slowenisch Osoje, Schatzseite, ist eine Gemeinde mit 794 Einwohnern. Stand 1. Jänner 2024 im Bezirk Feldkirchen. Die Gemeinde liegt am Südufer des Osseasees, zwischen der Schattseite der Osseatauern und der Südseite des Osseasees. Die Gemeinde Osijek auf der Südseite des Osseasees hat das gewisse Alles. Ruhe und Entspannung auf der einen Seite, Betriebsamkeit und Action auf der anderen Seite. Osijek selbst zeigt sich das ganze Jahr über als charmanter Urlaubsort mit perfekter Infrastruktur. Cafés, Geschäfte, Gasthäuser und einer Traumkulisse zwischen Bergen und Seen. Nicht zu übersehen, das historische Stift Osijek mit seiner barocken Stiftskirche. Das einstige Benediktinerkloster aus dem 11. Jahrhundert ist schon lange ein renommiertes Kulturzentrum und Austragungsort des internationalen Musikfestivals Karinthischer Sommer sowie die Heimat der Karinthischen Musikakademie, CMA. Vom Liegestuhl am See wechseln Sie direkt in den Konzertsaal. Eine unglaubliche Atmosphäre. Ein Spaß für die ganze Familie, das Osijeker See-Erlebnisbad mit einer 92 Meter langen Wasserrutsche, einem breiten Badesteg, einer weitläufigen Grünanlage und dem See mit Trinkwasserqualität. Dazu kommen ein Beachvolleyballplatz, Flächen zum Inlineskaten, ein Kinderspielplatz sowie ein schwimmender Eisberg, den man erklimmen muss, um von ihm ins erfrischende Nass zu springen. Im Sommer steigen die Wassertemperaturen auf angenehme 26 Grad. Lust auf Wassersport? Es stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Sie wollen Bewegung in Ihren Urlaub bringen? Dann sind zum Beispiel Radfahren, ein Besuch des Kletterwaldes, Familywald Osijek-See und Wandern angesagt. Es warten bezaubernde Wege, wunderschöne Panoramen und eine idyllische Landschaft. Osijek pur erleben und genießen. Bis bald. Ja, ein Hammer ist ja diese erste Waldachterbahn Flyline. Also das ist ja wohl der Wahnsinn schlechthin. Gell? Also die Flyline ist, glaube ich, für viele, auch unserer Guides, so eines der, ich sage mal, der Lieblingsprodukte, aber der Lieblingsattraktionen. Also für mich ist es rein optisch, wie sich die in den Wald integriert mit diesem Stahlrohr, das sich da runterschlängelt. Es ist auch für die Bäume, also vom Bauen her, es ist so eine Sache, die nicht invasiv ist. Es ist so abgefedert, hängt es in den Bäumen drin, das Gefühl, da runter zu fahren. Es ist wirklich, als wenn du da die Doppel runterfliegst in diese Kurven durch den Wald, durch diese Schlucht. Also es sind auch die ganzen Arbeiter, die immer herkommen, Mittagspausen von oben nach unten, da wird fahren alle mit der Flyline runter, weil es halt so einfach eine tolle Sache ist. Weil es einfach so Spaß macht. Genau, da sagen dann viele, du, zu dir kommen wir nur arbeiten, wegen der Flyline fahrt zum Mittag. Ja, und es sind sogar Hunde willkommen, habe ich gelesen. Genau, Hunde ist natürlich auch ein Thema. Also ich glaube, viele finden viel mehr den Weg wieder in unsere Gesellschaft, ganz viele Familien, die halt Hunde haben. Es gibt immer mehr Hundebesitzer, die ihre Hunde auch in den Urlaub nehmen. Und wir haben einfach, vor allem in der Hauptsaison, ist halt wichtig mit Maulkorb und mit Leine. Ja. Einfach, weil da so viel los ist, auch viele kleine Kinder sind. Ja, natürlich. Und, genau, aber Hunde sind willkommen. Und ich finde das toll. Weil oft sind ja schon Hundebesitzer immer ein bisschen arm dran, weil sie das nicht machen können, das nicht machen können. Da darf er seinen Hund nicht mitnehmen, da können sie es nicht mitnehmen. Gell? Und das ist lässig. Gell? Nein, also Hunde sind für alle eine Bereicherung, glaube ich. Und es ist auch wichtig, dass du das ermöglichst, dass da jeder seinen Hund auch mitnehmen kann. Wann sperrt sie in der Früh auf?
Unsere Öffnungszeiten weichen ab von der Vor-Nach-Saison zur Hauptsaison. Also wir haben heuer sehr früh aufgesperrt, ich glaube schon am 26. März. Und vom 26. März bis Ende Juni sperren wir 10 Uhr auf und haben dann bis 18 Uhr geöffnet und dann Hauptsaison ist von 9 bis 18.30 Uhr. Und ich glaube täglich sogar. Wir haben täglich offen, immer bis zu Allerheiligen, 1. 2. November ist so da, wo die letzten zwei Tage, wo wir offen haben. Wir haben wirklich auch versucht im Herbst, weil auch teilweise so schönes Wetter ist, uns da auch auf die Halloween-Zeit zu fokussieren. Haben da auch so ein bisschen Halloween-Events. Ja, und dann so mit 2. November ist dann bei uns. Habt ihr aber eine lange Saison, weil ihr sperrt ja schon Frühlingsbeginn auf. Ja, also bei uns ist wirklich täglich geöffnet von Ende März, je nachdem wie die Ostern fallen. Und nachher bis zu Allerheiligen, 1. 2. November ist geöffnet. Und kommen kann wirklich jeder von 0 bis 99? Ja, alle sind willkommen. Wir haben da wirklich durch die Bank schon alle Altersstufen da. Auch im Huxergarten waren auch schon über 80-Jährige, die super fit und dann noch mit ihren Enkelkindern klettern waren. Also da ist wirklich alles dabei. Traumhaft. Also ich freue mich jetzt schon, wenn ich nachher ein bisschen deinen Wald erkunde. Ja. Und die ganze Family-Welt und Kletterwelt da in Ruhe jetzt. Ich mache ja nämlich auch viele Fotos und sage jetzt gleich auch an dieser Stelle schon zu den Hörern. Also es wird wieder auf YouTube eine ganz tolle YouTube-Dia-Show geben. Da seht ihr alles, über das der Thomas und ich jetzt gerade sprechen und was ich jetzt nachher auch noch erleben werde. Ich werde auch später noch Audioaufnahmen machen und euch jeweils auch natürlich Berichte geben, wie mir das gefallen hat, wie das war und so weiter. Und schaut euch diese YouTube-Dia-Show, weil es gibt so viel zu sehen hier, es ist ja ganz toll. Jetzt kommen wir ein bisschen zu dir. Neben dir sitzt dein Sohnemann, der Kai. Okay. Gell? Der war ganz gespannt, wollte heute dabei sein beim Podcast. Julie unterwegs. Kärnten Highlights. Der Podcast des Südens. Ja, du hast gesagt, Thomas, du bist am Farkasee aufgewachsen. Erzähl doch mal. Dann nach der Schule schon gleich weggegangen? Ja, mein Werdegang. Ich bin Farkasee aufgewachsen, wunderschön, Sport, Natur, mit Haus, sehr viel Sport. Die Schule, ich habe dann Hannesakademie gemacht und mit 20 abgeschlossen und eh relativ spät und bin dann auch gleich ins Ausland. War dann zuerst nach der Schule in England für ein Jahr, habe da gearbeitet, gejobbt, wollte einfach ein bisschen auch in die weite Welt sehen, was es noch außerhalb von unserer kleinen schönen Insel da, was es da sonst noch gibt. Da hacke ich schnell ein, weil du hast mir vorher privat erzählt, dass du auch gerne Musik magst. Ja. Und die Gitarre hat es ja, glaube ich, ein bisschen angetan das, und du hast in England auch schon Musik gemacht. Genau. Ich war eine Zeit lang, habe ich den Gedanken gehabt, Profifußballer zu werden. Das hat so mit 15, glaube ich, ist da die Realität eingekehrt, dass das doch nicht funktionieren wird. Später dann, die Musik hat dann mit 14 bei mir sehr stark angefangen, sich da auszubreiten, auch mit der Gitarre. Ich war aber schon von Kindheit an total einfach der Musik verbunden. Ja, mit 14 habe ich angefangen, eigentlich täglich Gitarre zu spielen. Kleinere Bands waren einfach da und dann habe ich eigentlich nur auf den Zeitpunkt gewartet, glaube ich, dass ich mal, für mich war England einfach der Platz. Ich war dann in London auch für einige Monate und dann an der Westküste. Und ich bin eigentlich dann meine ganzen 20 Jahre mit der Gitarre auch unterwegs gewesen, habe die eigentlich immer mitgehabt und das war für mich auch immer eine ganz... Also eine bereichernde Zeit, schätze, stelle ich mir mal vor. Es ist eine eigene Welt. Es ist, wenn jemand Musik liebt oder wenn jemand einfach so etwas haben kann, ich glaube, das ist einfach eine irrsinnig tolle Möglichkeit, einfach zu lernen, Menschen kennenzulernen, zu reisen, Sachen für sich und sich zu arbeiten auch. Ich war halt viel in der Liedermacherei. Und singst du auch? Ja, habe auch viel gesungen und war dann auch eine Zeit lang in verschiedenen, ja, halt Chorgesang und habe dann auch in kleineren Bands halt mitgespielt, auch mit Gitarre und mit Singen. Also da, ja, das war eine ganz tolle Zeit. Das hat mich eigentlich immer begleitet. Das toll. War wichtig. Ja, toll. Ja, und dann warst du noch in Indien, hast du gesagt? Ja, ich bin... Ich glaube, mit 23 schon, also nach England, war ich in Wien, habe ein Jahr studiert, Studium war für mich nichts und wollte eigentlich weg. Und dann ironischerweise bin ich aber über ein Studentenvisum nach Indien gekommen. Für mich war der Himalaya eigentlich immer so das, wo ich gesagt habe, für mich, was ich mein Leben noch mache, was auch immer ich mache, vorher möchte ich mal da Himalaya in diese Berge. Das hat mich immer schon extrem fasziniert und ich war dann von 23 bis 25 zwei Jahre in Nordindien, auch mit einem Studentenvisum, habe da dann auch für eine NGO gearbeitet mit Studentenprogrammen, habe da Studentenprogramme geleitet, geführt, war aber in meiner Freizeit ganz viel in die Berge, habe sehr, sehr viel Yoga auch gelernt und insgesamt war ich dann über 4 Jahre in Indien, war zwischenzeitlich auch einige Zeit in Amerika, Nordamerika und auch immer wieder in Europa. Habe da noch so saisonal auch so Reisetätigkeit, Sportreiseleitung gemacht mit Wanderführer oder auch Mountainbike Guide an verschiedensten Plätzen. Das waren so meine
bis die frühen 30er habe ich das eigentlich so mein Leben geführt. Ja, du bist ja jetzt noch ein ganz junger Kerl. Ja, ja. Für das, was du schon alles gemacht hast und noch so jung bist, also kann ich nur sagen, Hut ab. Ja, danke, danke. Jetzt haben wir eine kleine Produktempfehlung. Kärnten, ich komme! Auf jeden Fall möchte ich ins Rosental. Ganz nah der Wörthersee. Mein Herz, das schreit Juhu! Ah, ich glaube, ich bin im Paradies. Ich auch. Prost. Herzlich willkommen in der Region Wörthersee-Rosental. Wo ist denn eigentlich der Lieblingsplatz hier im Family Wald? Gibt es da so einen Platz? Also ganz ehrlich, der schönste Platz, glaube ich, wenn du da arbeitest auf einem Bauteam, ist, wenn wir Baumschnitt machen und du bist ganz oben in die Baumkronen irgendwo versteckt und arbeitest irgendwo auf diesen gigantischen Buchenkronen um Atom. Du bist teilweise vom Boden weg, bist du da in 40 Meter Höhe, weil es halt einfach auch so ein Schluchten, so kleine Schlucht halt auch drinnen ist. Und da bist du aber schon angesagt, ja, oder? Ja, wir sind eigentlich da jetzt drei Baumpfleger, die dann auch mit den Bäumen arbeiten im Frühjahr und im Herbst. Und das ist schon eine besondere Sache, wenn du da vor allem so in einer späten Jahreszeit irgendwo da oben drin huckst und du schaust dann halt so auf diesen See raus und du bist da, ist eine sehr meditative Tätigkeit und ist schon gewaltig da in diesem Baum da drinnen zu sein. Von Kindheit an nie Höhenangst gehabt? Respekt, keine Respekt, Angst. Okay. Aber ich habe immer einen gesunden Respekt, auch vor der Höhe. Und bei mir ist das auch immer ein Herantasten, weil wir es halt doch auch nicht täglich machen. Mein Arbeitsbereich ist halt sehr vielfältig, aber ja. Ich bin auch jedes Jahr drei Wochen in den Bäumen. Und der Anfang ist dann immer mit sehr viel Respekt auch vor der Arbeit. Wir arbeiten auch viel mit der Motorsäge in die Bäume und dann, bis man da wieder reinfindet. Aber ich glaube, das ist auch wichtig. Ja, klar. Das ist ein ganz wichtiger Respekt Sache. Ist, glaube ich, ein ganz wichtiger genau. Teil überhaupt im Leben. So, jetzt habe ich für dich noch einen kleinen Kernfragebogen, lieber Thomas. Das kommt doch nur Kärnten sein. Wo ist denn einer deiner Wohlfühloasen hier in Kärnten? Boah. Also wenn du jetzt deinen eigenen Platz einmal ausklammerst, weil das ist ja eine mega Wohlfühloase hier. Gell? Boah, also das ist ja so vielfältig. Also ich muss wirklich sagen, einer der ganz besonderen Plätze mit Wasser ist sicher der Weißensee. Also da waren wir ja heuer mit den Kids, wenn wir so eine Kinderwandergruppe, da waren wir oben und da denke ich mir jedes Mal, also es ist eigentlich unvorstellbar. Da oben das Ufer, der See ist ja auch zugänglich. Also da muss ich wirklich sagen, bin ich jedes Mal da einfach geflasht. Genau. Mit welchem Hobby verbringst du gern deine Freizeit? Natur. Also ich bin, so wie ich da gerne im Wald bin ich eigentlich, wenn ich jetzt Zeit habe, bin ich eigentlich gerne in die Berge wandern. Und auch, ich mache jetzt sehr viel Yoga. Das ist für mich aber was ganz was Wichtiges. Das heißt, wenn ich Zeit habe, für mich, Wellness ist für mich auch, dass ich halt in der Früh oder auch am Abend dann halt so meine Stunde Yoga mache. Und hoffentlich die Musik auch noch. Oder ja, die hast du schon noch, magst noch? Die Musik ist jetzt etwas mehr in die, wenn wir so jetzt aktive Musik machen, das habe ich zwei, dreimal im Jahr nur noch, wo wir halt unsere Firmen-Events haben, wo wir mit unseren Kids, das sind halt jetzt mittlerweile so Schüler, Studenten und fixes Team, sind so 40, 50 Leute und da haben wir dreimal im Jahr, wo wir halt zusammenkommen und da wird auch Musik gemacht. Ja, super. Aber ansonsten habe ich da neben mir, der Kai ist mein DJ und der... Kai hört auch gerne Musik? Genau. Und der hat seine Playlist und der hat eigentlich auch einen coolen Geschmack und dann der nimmt mich da auf diese Reise noch ein bisschen mit. Welche Band oder welchen Künstler hörst du besonders gern? Also ich muss sagen, ich bin von der Musik her extrem genügsam. Ich kann mich fast in alles reindenken, in alles reinspüren und wenn die Musik authentisch ist, dann habe ich eigentlich kein spezielles Genre, wo ich sage, dass mich jetzt mehr oder weniger reizt. Ich finde mich überall wieder, solange es authentisch ist. Ja. Finde ich auch, wenn eine Musik richtig gut und authentisch ist, dann auch kann alles so gut genau, sein. Genau. Ja. Und den Kai, jetzt frage ich dein Junior, was gefällt dir? Party. Du kannst doch ein bisschen ans Mikro gehen, kurz. Party. Partymusik. Englische oder deutsche? Englisch. Englisch. Und was ist dein Lieblingskünstler, Taylor Swift oder? Oder eher was anderes? Taylor Swift. Taylor Swift, ja. Das ist schon cool, gell? Wir sind gleich wieder zurück. Julius? Ja, mein Schatz? Ich mache gerade ein Online-Kreuzworträtsel. Schön. Zusammenhalt mit drei Buchstaben. Wir. Partnerschaft mit drei Buchstaben. Wir.
Warte, noch eins. Umschreibung für neue Kraft? Wir. Tja, wir macht's möglich. Wir, die Raiffeisenbanken in Kärnten, aus der Region, für die Region. Wir macht's möglich. So, dann fragen wir mal, was gefällt dir denn am Ossiacher See besonders gut? Ah, gute Frage. Der Ossiacher See, also ich würde sagen, der Ossiacher See hat mal eine ganz tolle Lage. Also wenn man ihn von oben sieht, er ist halt unglaublich, weil er kommt irgendwie so von Annenheim raus. Du hast ja halt diese Täler, die da alle rauskommen, der Dobratsch in der Mitte. Dann hast du von der rechten Seite ein Tal, das sich so rausschlängelt. Von der linken Seite hast du diese Täler, die da alle rauskommen. Und der Ossiacher See mit der linksseitig, diese große Burg, hat eine ganz eine besondere Lage, wie er sich da so reinfügt in die Landschaft, auch mit der Burg am Anfang. Das finde ich sehr spektakulär. Und er ist sehr naturbelassen, wenn du dich am Ossiacher See auch mit Boot bewegst. Es ist ein anderes Gefühl als der Facker See. Er wirkt irgendwie natürlicher. Ja, er hat Schilfgürtel, er hat teilweise Sachen, die du mit deinem Boot entdecken kannst. Und auch so Sachen wie, muss ich echt sagen, wie der Stift Ossiach. Wunderschön. Genau, haben wir übrigens auch schon einen Podcast gemacht drüber. Ja, Wahnsinn. Und auch die Ossiacher Tauern, es ist halt schon so eine, es wirkt auch so, als hätte es Geschichte, als hätte es einfach etwas, das schon lange Zeit da ist, wo man auch Sachen irgendwie rund um Atum auch entdecken kann. Das spürt man auch hier, gell? Genau. Wohin in Kärnten wirst du vielleicht mit deiner Family nochmal heuer einen Ausflug unternehmen? Also mit dem Kai, ich bin sehr fasziniert vom Nationalpark Hohe Tauern. Also mehr Kärnten, Grenze Osttirol darauf, ist so ein Gebiet, wo ich total gerne hinfahre. Weil wir haben einfach diese Berglandschaft, da oben ist es halt wirklich auch nochmal so für mich ganz besonders sehr unberührt. Ja, ganz genau. Es ist halt nicht überlaufen, es ist eine weite Landschaft, die sich halt irgendwie so noch erschließt, wo es halt auch ein bisschen Wildnis ist. Mhm. Und wo man auch diese Tiere beobachten kann, das Hochwild, das du oft siehst, oder die Murmeltiere, genau. Oder auch die Vögel. Ich finde, das ist halt was sehr Besonderes. Freut dir das auch, Kai? Ja. Thomas, was ist einer deiner Lieblingsspeisen? Was isst du gern? Ja, du hast mit dem Kai. Kai isst gerne Fleisch, ich isst kein Fleisch, ich bin Vegetarier. Kasnudeln? Ja, also Kasnudeln ist halt der Klassiker. Also Kasnudeln wäre so eine klassische Sache, die ich da in Kärnten ganz gerne mache. Ich liebe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auf die Hütten. Ich liebe einen guten Kaiserschmarrn. Ja, also Kaiserschmarrn, wenn der gut ist, mit so einem Da hättest du zu uns kommen sollen. Wir waren ja 10 Jahre, meine Frau nicht Hüttenwirt. Der Kerl jetzt, meine Frau hat einen Traum-Kaiserschmarrn gemacht. Ja, Kaiserschmarrn. Also einen Kaiserschmarrn, einen guten auf der Hütte, das ist schon... Musst du uns aber im Rosenthal besuchen, dann macht meine Frau für dich einen Kaiserschmarrn. Ja, komm mal vorbei. Kommst du mal vorbei, genau. Kommst du zum Radl, radelst mal rüber. Und trinken, was trinkst du gern? Also ich bin wirklich ein Wassertrinker. Und wenn ich die Möglichkeit habe, gutes Quellwasser, wir haben da ein paar Plätze, wo ist es also ich bin halt total fasziniert von der Wasserqualität, die wir bei uns haben. Also da am Fackersee, das Wasser kommt halt direkt von den Karawanken. Da musst du gar nicht viel dazu tun. Das wird halt einfach ohne Chemikalien aufbereitet. Besser wie jedes gekaufte Mineralwasser. Ganz genau. Und ich bin da ein großer Fan von uns am Ende vom Wasser. Ja. Thomas, wenn du von einer Auslandsreise mal wieder zurück nach Kärnten kommst, auf was freust du dich denn am allermeisten dann? Wenn ich jetzt ehrlich bin, das, was mich immer wieder so auch erinnert, wo die Wurzeln für mich sind, ist der Mittagskogel. Es ist einfach der Blick, wenn du auf der Autobahn von Klagenfurt so Richtung Villach fährst und du siehst dann den Wörthersee, das blaue Wasser dahinter, den Mittagskogel. Es ist wirklich, das hat so etwas, das sich, glaube ich, so einprägt, wenn du irgendwo wohnst. Und es ist... Der Mittagskogel hat natürlich auch so eine fantastische Form schon mal, der sticht dir gleich so ins Auge. Genau. Wenn da oft so ein kleines Wolkerl drüber ist, dann meinst du, es ist ein kleiner Vulkan. Genau. Und jetzt der regionale Genusstipp der Woche. Kärntner Wildbären und Co. von Claudia Oschonik. Im Frühjahr, den ganzen Sommer und Herbst ist sie in der wunderbaren Kärntner Natur unterwegs. Claudia sammelt Wildfrüchte und Kräuter. Diese Früchte und Kräuter in naturbelassener Qualität, die ohne ihr Zutun in der Sonne reifen, werden handverlesen gepflückt und dann liebevoll verarbeitet zu feinen Fruchtaufstrichen, Chilis, Chutneys und anderen Köstlichkeiten. Im Frühjahr 2018 hat sie sich endlich ihren Traum erfüllt
und eine Imker-Grundausbildung am Stiegerhof in Gödersdorf gemacht. Aller Anfang war schwer und es gab wenig Honig. Aber ihre Mädels und sie wurden immer besser. Es gibt viele Nebenprodukte der Imkerei, wie Pollen, Bienenwachs etc. Aber am meisten hat es ihr Sauerhonig, Oxymel, angetan. Wenige kennen ihn. Und dabei ist er in der bewussten Ernährung und zum allgemeinen Wohlbefinden nicht wegzudenken. Vom ersten Tag an hat sie unermüdlich daran gearbeitet, ihr Produktangebot zu erweitern, um ihren Kunden ein noch besseres Erlebnis zu bieten. Sie kann stolz darauf sein, wie weit sie bisher gekommen ist und bleibt entschlossen, noch besser zu werden. Ihre Kollektionen werden sorgfältig ausgewählt. Stöbern Sie auf der Website www.kajantner-wildbeeren-und-co.at. Alles zusammengeschrieben. Dort finden Sie auch Ihre Partner und Verkaufsstellen. 9241 Wernberg. Übrigens, der Trinkhonig für den Kratzhals, Maiwipfalsirup, Spitzwegerichsirup bringen dich garantiert gut durch den Winter. Wohl bekomm's. Von welchen Kärnten-Highlights sollte ich vielleicht einmal bei einer meiner nächsten Podcast-Folgen berichten? Was ist für dich noch ein echtes Kärnten-Highlight? Das will ich meinen, da gibt es jetzt schon sehr viel. Das muss kein Ausflugsziel sein. Das kann alles sein. Das kann ein Geheimtipp sein, das kann, egal. Noki-Flitzer, sagt der Kai. Kai ist Noki-Flitzer. Noki-Flitzer in Bad Kleinkirchen? Mhm. Das taugt er. Es gibt aber hier, glaube ich, auch eine Sommerrodelbahn, gell? Es gibt eine Sommerrodelbahn in Ossiach. Also wie gesagt, ich bin grundsätzlich voll Fan vom Weißensee. Für mich einer der ganz besonderen Plätze in Kärnten. Und auch, wir waren, also es gibt ja Plätze, die halt sehr unerschlossen sind. Wir waren letztens auf einer Alm, oberhalb vom Spital, also auch schon so Richtung Mölltal rein. Das sind halt alles so Plätze, die halt, für mich auch, Lesachtal wäre auch so ein Platz, gell? Also Lesachtal ist halt auch für mich ganz ein besonderer Platz. Sehr viel Tradition, sehr viele Bergbauern, die Leute, die was auch sehr im Einklang mit ihrer Arbeit und auch mit so traditionellen oder so, wie halt auch Bergvölker funktioniert haben. Also ich glaube, das sind halt die Sachen, die mich auch sehr interessieren. Und die ich auch sehr toll finde, dass sich da halt gewisse Lebensarten auch noch irgendwie erhalten haben. Also Kärnten ist schon paradiesisch, das muss man schon sagen. Gell? Das ist gewaltig, ja. Jetzt kommen wir langsam zum Ende, will der Zeit nicht zu lange in Anspruch nehmen. Ja. Ich beginne jetzt einen Satz und du bist so nett und vervollständigst ihn. Heute Abend werde ich wahrscheinlich noch auf die Ossia Dauern raufgehen und mich da beim Bach erfrischen. Zum Frühstück brauche ich unbedingt einen Kaffee mit Ghee drin. Also Ghee ist ausgekochte Butter. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war? Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war ein Yoga-Buch und nennt sich über Agora. Agora 1 oder Agora 2, aber ein Buch über Yoga. Ich höre gern Musik von? Von meinem Sohn, der die Playlists erstellt, weil Family Wald Ossihase ist für mich? Ist für mich ein Lebenswerk und auch eine Lebensaufgabe. Wenn ich einen Tag lang mit einer Zeitmaschine verreisen könnte, dann würde ich? Dann würde ich ins alte Indien reisen, zur Zeit der Veden, und wäre gern vielleicht bei einer Feuerzeremonie dabei. Wenn ich mal nicht schlafen kann, dann? Dann schau vielleicht ein bisschen in den Himmel. Ich verbringe gerne meine Zeit mit? Meinem Sohn. Ich verbringe ungern Zeit mit? Büroarbeit. Was ich gerne in meinem Leben nochmal irgendwann machen möchte, wäre? Auf einer Almhütte den Winter verbringen. Was trifft auf dich eher zu? Bitte nur eine Antwort. Kaffee oder Tee? Kaffee. Action oder Entspannung? Beides. Berg oder See? Beides. Wiener Schnitzel oder Kasnudeln? Kasnudeln. Krimi oder Komödie? Komödie. Rock oder Schlager? Da muss ich jetzt Rock sagen. Zeitung lesen oder im Internet surfen? Beides. Radio hören oder Musik streamen? Musik streamen. Hund oder Katze? Hund. Und die letzte Antwort bitte. Kärnten ist für mich? Mein Zuhause. Schön. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Thomas, es war ein ganz tolles Gespräch. Es war toll, dich kennengelernt zu haben. Also es war für mich jetzt auch sehr bereichernd, dir zuzuhören. Es war toll. Einen sehr sympathischen und netten Sohn hast auch. Also ich glaube, du hast wirklich einen tollen Platz im Leben gefunden hier am Ossihasee mit deinem, wie du schon sagst, Lebenswerk. Ich wünsche dir tolle Jahrzehnte und weiterhin viel Erfolg
gesund bleiben und viel Spaß in deinem Leben, Musik nicht aufgeben und danke für das tolle Gespräch. Danke dir für deinen Besuch, Juli. Emo Kärnten, im Sommer irgendwo im Sailing, Emo Kärnten. Juli unterwegs, Kärnten Highlights, der Podcast des Südens. So, ganz sind wir aber noch nicht fertig. Bleibt's noch ein bisschen dran, denn ich habe noch einen kleinen Live-Einstieg aus dem Kletterwald bzw. aus dem Familywald direkt und werde euch dann noch ganz kurz mal meine Eindrücke schildern. Aber vorher haben wir noch einen Tipp für euch. Wer lässt auch so manche Kärnten-Highlights im schönsten Licht erstrahlen? Glovo Lighting. Wer gehört zu den führenden Leuchtenhändlern Europas? Glovo Lighting. Entwicklung, Produktion und Distribution von dekorativer Beleuchtung. Glovo Lighting. Genau. Glovo Lighting in St. Peter im Rosenthal. Also ich bin jetzt gerade im Kletterwald. Boah, das ist echt spektakulär. Es gibt da unterschiedlichste Schwierigkeitsgrade. Es gibt leicht, mittel, schwierig. Boah, schwierig, da musst schon, da geht's ganz schön hoch rauf. Und da musst du von einem Baum zum anderen mit Flying Fox oder runterlassen. Also das ist schon sehr, sehr spannend und sehr hoch. Ich bin gerade jetzt bei der Mittelstation, also bei der mittelschweren Abteilung, aber total cool. Die Leute haben alle einen irren Spaß. Also ich gehe jetzt erst einmal so durch und fotografiere und schaue. Noch habe ich keinen Helm auf. Natürlich haben alle, die jetzt hier klettern und mit Gurte über Seile, über Rampen sich runterhantieren und hängen und balancieren und von einem Baum zum anderen kommen auf den abenteuerlichsten Arten, alle einen Helm auf und sind alle gesichert natürlich. Und mit Flying Fox sausen sie gerade über mir drüber, der Irre. Und ganz ober mir sind alles Netze in schwindender, regender Höhe. Da spazieren die jetzt alle auf Netzen, ja, ich sag sicher, in 10, 15 Meter Höhe über dem Boden. Riesennetze. Thomas hat es ja vorher gesagt, ich weiß nicht, wie viele hunderte Quadratmeter Netze da in den Baumwipfeln sind. Und da kannst du praktisch die Baumwipfeln über so Netze erkunden. Toll. Also nachher ziehe ich mir natürlich auch einen Helm an und werde natürlich auch ein bisschen klettern gehen. Gell? Also, aber so weit bin ich noch lange nicht. Der Wald ist ja riesengroß, dieser Familywald Ossiasee. Es sind viele Leute da. Also Thomas hat gesagt, ja, es kommen so knapp 1000 Leute am Tag. Gell? So circa, manchmal mehr. Also manchmal sind es schon 1500 oder. Aber es verläuft sich. Es ist kein Gedränge, gar nichts. Es ist im Gegenteil. Es ist sehr entspannend. Und es ist wirklich ein Erholungspark da. Also es ist alles andere als Stress. Es ist einfach nur super cool. Und wenn ich mir so die Gesichter anschaue, ob jung oder alt, alle haben ein Lächeln und ein Strahlen im Gesicht. Manche auch ein bisschen Anspannung. So, der hat sich jetzt gerade einer von einem Baum, ich schätze mal von 10 Meter Höhe, zum anderen musste so eine kleine Schlucht so 7-8 Meter überwinden mit so einem Flying Fox. Ja, in der Mitte hat sicher 10-12 Meter Höhe über dem Boden gehabt. Also toll, spannend. Ich gehe mal weiter und berichte euch dann wieder. Ja. Bis dann. So, also ich bin jetzt zweimal die Waldachterbahn gefahren. Übrigens ist die erste Waldachterbahn Österreichs. Ein Hammer. Ich bin zwar nochmal aufgestiegen und ein bisschen jetzt durchgeschwitzt, aber es war so cool. Also diese Waldachterbahn, sowas habt ihr noch nicht erlebt. Es ist echt super cool. Also der Familywald Ossihasee, wirklich ein echtes Erlebnis. Mir hat es saumäßig Spaß gemacht. Aber jetzt habe ich einen Durst, jetzt muss ich was trinken. Also, servus dabei. Juli unterwegs. Kärnten Highlights. Der Podcast des Südens. So, jetzt mache ich es aber kurz. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr seid mir auch beim nächsten Mal wieder treu, wenn es wieder heißt Juli unterwegs, Kärnten Highlights, der Podcast des Südens. Ich freue mich immer auf euch. Bleibt's gesund, lasst euch den Himmel nicht auf den Kopf fallen, denkt's immer positiv und ja, natürlich gibt's auch wieder einen eigenen Song. Vielleicht ein Lied, das natürlich ganz besonders passt zum Ossihasee, logischerweise. Mein Song, Ossiacher See. In diesem Sinne, bis in baldiger Bälle, euer Juli Paul. Servus.
Die Sonne weckt mich heut früh auf, ich mach die Augen auf und glaub, es wird ein schöner Tag. Schwing mich aufs Radeln auf, weil ich am Morgen nicht gern lauf und so schnell wie's geht zum Wasser mag. Der See ist noch so glatt wie ein Spiegel, oh yeah. Weil in der Früh noch kein Boot fährt. Ein Auto bremst neben mir wegen einem Igel, oh yeah. Denn alle wollen heute zum See. Ich kann die Mönche schon verstehen, dass sie in Ossiach am See vor langer Zeit hier da blieben sind. Du siehst die Gerlitzen vor dir, sogar Karl May war schon mal hier, obwohl hier doch noch nie Indianer waren. Nur der Adler kreist hoch über Landsgrund, oh yeah. Und drei Paragleiter schweben überm See dahin. Das Wasser ist schön warm und die Seerosen blühen schon, oh yeah. Ich glaub, ich möcht Tretboot fahren. Dieser Podcast wurde ermöglicht mit freundlicher Unterstützung von Region Wörthersee Rosenthal, Globo Lighting, Genussland Kärnten, den Kärntner Raiffeisenbanken und KELAG.